Gut, dann fangen wir an. Heute gibt es OWASP Top 10 Proactive Controls. Wer das noch nicht kennt, dem stelle ich es jetzt vor. Die OWASP Top 10 kennen wahrscheinlich viele, die hier sitzen. Wer kennt die, die hier im Raum sind? Wer kennt die Proactive Controls? Na gut, dann wird es hoffentlich ganz langweilig. Wer ist Pentester? Okay, die langweilen sich vielleicht ein bisschen. Vielleicht kommen ein, zwei neue Sachen. Mal gucken. Genau, das Slide-Deck ist vom Jim Manico, hat das, glaube ich, gebaut. Ich benutze das heute. Also ich habe nicht zu allen Bildern coole Sprüche. Der macht, ich habe mir mal seinen Vortrag angeguckt. Aber die meisten Sachen kann ich auch selber erzählen. Und dann fangen wir einfach mal an. Am Anfang ist nochmal kurz, was ist eigentlich OWASP? Das ist die Kurzversion von gestern. Also es ist auch eine gemeinnützige Organisation und die versuchen IT-Sicherheit im Web-Umfeld oder im Internet präsent zu machen, muss man immer noch so sagen, und zu halten und auch entsprechende Hilfsmittel dafür bereitzustellen, und alles ist halt frei zugänglich. Genau, das ist die OWASP. Das ist ein Projekt, das gibt es schon ein bisschen länger. Ihr seht, das gibt es auch schon in der Version V2. Genau, und das bezieht sich auf diese Top-10-Liste, aber verfolgt den Ansatz, weil das ist ja so ein bisschen, was hat man so für Risiken, worauf sollte man achten? Und am Ende des Tages hat man ja immer irgendwo die Zeile Code, die für das Problem, was in dieser Top-10-Liste abgebildet ist, dann verantwortlich ist. Und bei diesen Proactive Controls geht es darum, halt die Entwickler zu sensibilisieren und auch Beispiele zu geben und auch Hinweise. Ich habe gestern auch über diese Cheat Sheets gesprochen. Hier kommen ganz viele Referenzen auf diese Cheat Sheets, wo man sich das dann im Detail angucken kann für die jeweilige Programmiersprache. Und das ist quasi so die Zusammenfassung davon. Und das ist jetzt gewachsen, es gab auch viel Input von außen dazu, der ist jetzt hier mit eingeflossen dann. Am Anfang war das mal ein bisschen komprimierter, inzwischen sind das 90 Slides. Also gibt eine ganze Menge Sachen, und natürlich Mobile, habe ich gestern auch schon mal kurz erwähnt, ist sowas, wo wir wieder von vorne anfangen, obwohl wir eigentlich alles schon besser wissen. Wir machen die gleichen Fehler wieder. Genau, das ist die Top-10-Liste. Und zu den einzelnen, oder ich werde jetzt dann im Laufe des Vortrags diese Controls vorstellen, also was kann man eigentlich im Code machen, um genau diese Top-10-Geschichten gar nicht erst auftreten zu lassen oder zu mitigieren. Das ist so aufgebaut, dass ich jetzt immer erst das Control vorstelle und hinterher sieht man kurz, auf welche dieser 10 Punkte bezieht sich das dann eigentlich. Das erste Control heißt auch wie der erste Punkt, Verify Security Early and Often. Also es muss ein Teil sicheren Code schreiben oder Pentest durchführen, ist ganz schön, aber das ist nur ein Bruchteil von dem, was man eigentlich tun muss. Also man sollte das in seine Prozesse integrieren. Man sollte Code ist die eine Sache, Testen ist die andere Sache, aber man braucht auch organisatorische Maßnahmen und muss das in die Prozesse integrieren und an den richtigen Stellen und frühzeitig und nicht nur einmal. Das Übliche mit der Qualitätskontrolle, die kann ich am Ende machen, ist aber vielleicht nicht so sinnvoll. Genau, also man muss das wirklich integrieren, es muss ein Teil des Prozesses werden oder sein. Und man braucht auch die Tools und die Requirements, die sich darauf beziehen. Ja, Entwickler bauen Requirements. Wenn ich keine Security Requirements aufgeschrieben habe, denken die da auch nicht dran. Natürlich muss ich auch noch schulen, aber das sind halt also auch wirklich es als Requirements definieren, weil das ist das, was die Leute coden. Und wenn es da nicht drin steht, dann kann man viel erzählen und dann gibt es da Cheat Sheets und sowas. Aber wenn im Requirement steht, dass es soll blinken und der Rest ist egal, dann blinkt es wahrscheinlich, aber macht vielleicht auch noch andere Sachen. Was auch ein wichtiger Aspekt ist in diesem ganzen Prozess, DevOps haben wahrscheinlich die meisten ja auch schon mal gehört. Hier sind so ein paar Beispiele. Ja, so einmal am Tag deployen ist schön, manche machen das noch ein bisschen öfter.
Und dann brauche ich da vollautomatisierte Prozesse und die müssen natürlich auch irgendwelche Security-Checks beinhalten und so ein Security-Check kann halt auch dazu führen, dass so ein Deployment abgebrochen wird. Ist hier ganz unten auf der Folie. Also Automatisierung ist key, aber man muss es halt, wenn man solche DevOps-Geschichten hochfährt oder sehr oft Code ändert in großen Umgebungen oder auch in kleinen, groß ist eigentlich egal, das sind jetzt solche Beispiele von relativ großen Systemen, aber bezieht sich natürlich auch auf andere. Also es ist wichtig, hier steht es jetzt nochmal, Automated Security Testing muss ein integraler Bestandteil werden, sonst kann ich mir das auch sparen oder habe halt dann die üblichen Probleme, wenn ich das erst später mache. Es gibt auch gewisse Frameworks inzwischen dafür. Das ist jetzt aus der Java-Ecke, hier sind auch noch ein paar andere Tools, auch von OWASP mit aufgeführt, weil der Germanico, der ist halt so ein Java-Mensch, der hat auch eine SES-API mitgeschrieben, das kommt auch später nochmal. Dass man auch weggeht von, jeder Entwickler muss das immer überall auf der Code-Ebene komplett alles verstehen, wissen, kennen und tun, sondern dass man Frameworks benutzt zum Testen oder auch zum Definieren von Requirements. Und das ist ein Beispiel dafür. Genau, und dann gibt's halt noch weitere Tools, die einige sicherlich kennen hier im Raum. Genau, hier ist jetzt mal so ein Beispiel, wie so eine Definition von einem Test aussehen kann. Genau. Es ist jetzt auch so eine deklarative Beschreibung, wie man damit dann hinterher einen automatisierten Test laufen kann, der dann bestimmte Sachen checkt. Aber es ist halt nicht nur als Code hinterlegt, sondern man kann es nachvollziehen, wenn man es liest. Genau. Und hier ist jetzt auch nochmal ein Beispiel, wie man das mit Annotations in diesem Framework machen kann. Genau. Was ist jetzt hier adressiert? Ja, im Prinzip alles, weil es geht ja um den Prozess. Ja, und wenn ich den vernünftig aufsetze und entsprechend die Tools, die Leuteschule und so weiter, dann decke ich im Prinzip alle diese Top 10 Findings oder Risiken, die man üblicherweise hat. Es gibt natürlich noch mehr, aber das sind halt die Klassiker und die kritischen sozusagen oder die mit dem höchsten Risiko, decke ich damit ab. So, jetzt kommen wir zu einem Klassiker, SQL Injection. Wir haben 2016 und müssen immer noch darüber reden. Eigentlich tragisch. Ja, hier gibt es dann immer so lustige Comics. Ja, gibt es auch in der anderen Variante. Ne? Did you really name your son baby booby tables? Tralala, das hier ist eine andere Variante davon. Und genau, das ist so die klassische Variante. Oder jemand ist auf die Idee gekommen, sein Passwort so zu nennen. Geht, ja, deckt alle Anforderungen ab. Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, ist eine Zahl drin, ein Special Character drin und es sind mehr als 16 Zeichen. Muss ich Spaces mitzählen. Wenn man das dann jetzt in eine Query packt, können das dann lustige Seiteneffekte haben. Ist auch beim Testen halt ein Problem. Was ist ein sicherer String, um eine SQL Injection zu testen? Den gibt es quasi nicht. Da kommt, glaube ich, später noch ein schönes Beispiel. Genau, weil das ist ja auch eine Update-Query und wenn man dann da die Werbedingungen quasi durch die SQL-Injection wegoptimiert, dann updatet es halt alle Datensätze. Oder löscht sie, je nachdem, was die Query gerade macht. Genau, und was ist eigentlich die Lösung dafür? Die ist so alt wie SQL eigentlich, parametrisierte Queries. Das heißt, der Parser parst erst die Query, baut schon den Abfragebaum, macht die alle Optimierung und hinterher fügt man erst die Datensätze ein.
die tatsächlich abgefragt werden. Das geht in allen Programmiersprachen, aber es benutzen nicht alle. Aber wäre so einfach. Das kann man halt dann vielleicht auch über Requirements, Coding Guidelines und so weiter abdecken, dass es halt enforced ist, und das kann man hinterher auch checken, ob es eingehalten wird, auch automatisiert. Und das ist total trivial, macht parametrisierte Queries und alles ist gut, dann kann nichts mehr passieren. An der Stelle kann man das dann sogar so sagen. Ansonsten ist sowieso das Datenbankmanagementsystem im Eimer. Da muss man sich darum keine Sorgen machen, wenn der Parser also das nicht sauber getrennt kriegt. Genau. So, ja, Injection-Risiko ist auch immer noch das, ist immer noch die Top-One-Risiko ist, dass irgendwer muss immer nur die Zeitung aufschlagen, hat ja fast jeden Tag wieder irgendwo, wurde wieder irgendeine Datenbank, hat Informationen verloren. Üblicherweise passiert das über SQL-Injection. Geht auch mit NoSQL-Datenbanken. Also nicht sagen, ha, ich mache ja kein SQL mehr, ich mache nur noch NoSQL. Da hat man das gleiche Problem. Aber auch da gibt es eine ähnliche Option, um genau dieses Problem zu umgehen. Also das muss nicht sein. Genau. Ja, Parsing. Genau. Encoden, Decoden, Sanitization, aber auch hier seht, bevor man es parst, soll man es encoden und nicht erst parsen und dann encoden, weil was macht der Browser, wenn er sowas sieht? Danach ist das für ihn kein Text mehr, sondern Markup, wenn er dieses Zeichen findet. Deswegen schreibt man das, also man encodet es, bevor man es dem Parser gibt. Der Browser ist ja letztendlich auch ein Parser. Alles, was der nicht als Code interpretieren soll, sollte man ihm auch so schicken, dass er es nicht tut. Genau. Das betrifft dann üblicherweise XSS-Angriffe, auch gern die. Genau. Hier ist ein Skript. Ich weiß gar nicht, was das Beispiel jetzt genau machte. Genau, der schreibt einfach den Cookie direkt in den Quellcode. Und das ist auch was gern übersehen ist. Ja, ich hatte das letztens auch bei unseren Entwicklern. Die Seite hat doch gar keinen User-Input. Ja, kann man so sehen, muss man aber nicht. Es gibt halt auch unsichtbare Eingabefelder wie Cookies, die vom Client wieder zurückgeschickt werden. Und was das Ding hier macht, der stiert quasi dann im Zweifel halt die Session vom Admin und schickt sie als Bild zurück an den Angreifer. Und wenn man das sauber encodet, dann passiert es nicht. Was haben wir hier? Webpage. Ja, das ist das Standardproblem. Da gibt's dann, habe ich morgen auch noch einen Vortrag zu. Es kommt auch später nochmal. Es gibt inzwischen auch ein paar Header, die man mitschicken kann, die diese Probleme ein bisschen reduzieren. Wenn man viel Code hat, den man nicht zeitnah aufgeräumt bekommt, was ja oft der Fall ist, in existierenden Anwendungen kann man nicht einfach alles neu schreiben. Genau, und hier gibt es verschiedene, auch wieder je nachdem, welche Programmiersprache ihr benutzt. Das sind jetzt auch nur Beispiele, das heißt jetzt nicht, dass es das für Python nicht gibt. Das ist jetzt hier nur nicht aufgelistet. Es gibt inzwischen für die Hauptprogrammiersprachen, die in Nutzung sind, formulieren wir es mal so, gibt es entsprechende Tools oder Bibliotheken, die man benutzen kann. Das ist auch generell eine Empfehlung, versucht es nicht selber zu machen. Weil Encoding ist und auch Decoding ist nicht trivial. Es ist besser, sich auf was zu verlassen, auch wenn das natürlich wieder ein Risiko hat, wenn die da einen Fehler machen, muss man das irgendwie wieder updaten und so weiter. Die übliche Abhängigkeitskette, die hinten dran hängt, aber trotzdem ist es sinnvoll, existierende Tools, Frameworks zu benutzen, die genau das machen und das wirklich schon lange machen, wo viel Know-how reingeflossen ist. Genau. Hier ist jetzt noch
die Microsoft Library, die nennt sich halt Anti-XSS, gibt es auch auf GitHub. Ist ja inzwischen alles Open Source bei Microsoft oder viel, was die ganzen .NET Space angeht. Und hier gibt es verschiedene Namespaces, die dann auch verschiedene Encodings, weil Encodings sind ja auch immer kontextabhängig. Bin ich jetzt im XML-Kontext, bin ich im HTML, bin ich im JavaScript, im JSON, in meinem Code. Man muss da, oder im CSS, man muss also auf extrem viele, man muss den Kontext kennen und so weiter. Das macht Go zum Beispiel, aber das kommt später erst, auch ganz clever. Die haben eine Template-Engine, die den Kontext automatisch berücksichtigt und das richtige Encoding macht. Genau, aber das ist jetzt eine Library, die funktioniert natürlich nur mit .NET. Aber wenn man in diesem Umfeld unterwegs ist, ist das das Tool der Wahl. Dann gibt es für die Java-Welt ein eigenes OWASP-Projekt in dem Fall, das sich auch um diese Sachen kümmert. Es hat keine weiteren Abhängigkeiten, aber man hat dann diese Abhängigkeit. Und man kann das einfach benutzen. Es ist einfach benutzbar und das ist was, was man Entwicklern an die Hand geben kann. Und dann sieht die Welt schon ein bisschen besser aus. Das heißt nicht, dass dann keine Fehler mehr passieren, aber es ist nicht mehr ganz schlimm. Genau, hier sind auch nochmal diese unterschiedlichen Kontexte dargestellt. Also allein da schon mal zu sehen, ah, okay, URL muss ich wieder anders encoden als XML und so weiter. Also das hat alles eine beliebig hohe oder tiefe Komplexität, aber da gehe ich heute gar nicht im Detail drauf ein. Ja, aber ihr seht und weiß nicht, ob das jeder im Raum sich dieser Kontext überhaupt bewusst ist oder war, bis jetzt einmal so aufgeschrieben an der Wand stehen und dass ich da ein anderes Encoding benutzen muss im Zweifel und nicht einfach, ich habe eine Encoding-Funktion, so trivial ist die Welt leider nicht da draußen. Man kann da also mehr falsch als richtig machen. Wie gerade schon gesagt, hier gibt es eine ganze Menge Ressourcen, wo man da in die Tiefe gehen kann. Für Ruby gibt es das auch, für PHP, Java, Scala, .NET, Go, Reform. Also es gibt eine ganze Menge an Material, wo man sich dann da weiter in die Tiefe vorarbeiten kann, je nachdem, in welcher Ecke man da unterwegs ist. So, LDAP gibt es auch noch. Nutzt viele, kann man auch Encoding benutzen. In dem Fall ist sie, habe ich schon erwähnt, die ES-API, also Enterprise Security API, ist auch ein OWASP-Projekt. Und halt wieder die Anti-XSS-Library hat auch Encoding-Funktionen für LDAP-Zugriffe. Und man muss dann halt auch wieder aufpassen, auch so ein Encoder und so weiter. Also ihr seht, diese Komplexität, die kann man beliebig weit treiben. Genau, und hier unten in den Folien, die sind auch öffentlich zugänglich, die sind auf der OWASP-Seite vom App Security Report, da findet ihr dann auch die ganzen Links. Was deckt man damit jetzt ab, wenn man encodet oder sinnvoll an der richtigen Stelle encodet? Kann man Injection-Probleme vermeiden und halt auch Cross-Site-Scripting-Angriffe reduzieren. Validate all inputs, auch so ein Klassiker. Aber ich habe das doch schon im JavaScript validiert. Gute Idee, aber du musst es auf der Serverseite nochmal machen. Weil die nicht so netten Leute, die schicken halt einfach was anderes zurück, was vielleicht nicht validiert wurde. und außerdem kann man JavaScript auch ausschalten, wie ihr seht, generell. Also alles, was auf der Client-Seite vielleicht gemacht wird, also deswegen validate all input und es gibt keine Exception. Auch wenn es aus der Datenbank kommt, will ich es vielleicht nochmal validieren oder encoden, bevor ich es auf die Seite schreibe. Kommt ja aus meiner Datenbank, aber wer hat es da reingeschrieben? Weiß man nicht so genau. Außer man weiß es wirklich. Also das ist natürlich die andere Option. Wenn ich so einen Entwicklungsprozess habe, wo ich weiß, dass die Daten, dass ich die da selber über meine Config reingeschrieben habe, ist das natürlich, dann kann ich sagen, ja okay, an der Stelle kann ich es aber nur selber da reinschreiben. Aber das muss ich auch erstmal wissen und tracken und dokumentieren. Genau. Manchmal ist es aber auch so, dass man HTML-Fragmente vom User haben will oder muss.
Das ist natürlich blöd. Aber auch dafür gibt es inzwischen Libraries, die mit Positivwissen, kommen auch gleich ein paar Beispiele. Hier sehen wir wieder, ist ein Java OWASP Projekt, was so eine Funktionalität zur Verfügung stellt, wo man sagen kann, ja, aber die und die HTML-Tags mit den Attributen und in dem Attribut darf dann eine Zahl stehen, sind erlaubt. Ja, also hier kann ich das auch wieder so deklarativ beschreiben, was darf mir der User denn schicken, und dieser Code versucht dann sicherzustellen, dass da auch nur das drin steht. Wie gesagt, das ist nicht trivial, das hat vielleicht auch Bugs, aber es ist besser, als wenn man es selber macht. Wenn man in der Situation ist, dass man halt das tun muss und diese Situationen existieren, man kann sagen, ja, ich nehme keinen HTML-Input vom User, aber die Realität sagt, du musst das jetzt aber machen, und das ist ein Teil der Lösung davon. Genau, und das gibt's auch noch in anderen Sprachen, die .NET selbst kann das, aber auch die XSS-Library hat das wieder, Ruby, PHP, Python, JavaScript, gibt's auch Frameworks für, also lieber benutzen, was da ist, sich dort unterstützen und die entsprechende Bibliothek mit weiterentwickeln, Ressourcen zur Verfügung stellen und nicht selber machen. Und vor allem überhaupt machen, wenn man es muss. File-Upload, auch ein beliebtes Thema. Wie parse ich oder wie stelle ich sicher, dass das File, das ich da kriege, halt nicht mehr als ein JPEG ist? Dann gibt es so eine klassische Liste, aber viele Entwickler kennen die auch nicht zwingend. Was man alles machen kann, das fängt halt mit den Basics an, File-Name, Größe, man lässt mal einen Scanner drüber laufen, den Scanner lässt man dann vielleicht auch, wenn man die Dinger dann irgendwo in einem Storage liegen hat, auch jede Woche mal drüber laufen, auch wenn die nicht alles finden, aber ist schon mal so, der filtert schon mal eine ganze Menge Müll weg. Man kann das einschränken. Man muss aber dran denken, okay, ich will keine XML-Files, aber an einigen Stellen haben die eine Funktion, damit das ganze Ökosystem funktioniert. Da muss man drauf achten. Wie kann man jetzt zum Beispiel mit Bildern umgehen? Da ist auch eine sehr beliebte Variante, einfach das Bild neu encoden. Also haben wir auch wieder Encoding als Security-Maßnahme. Genau, weil dann speichert es halt nochmal als JPEG, aber dann ist nur noch das JPEG drin und der Rest ist raus. Ist aber natürlich auch dieser Recoder, die Rewriting-Library, die kann natürlich auch wieder angreifbar sein oder Bugs enthalten. Ja. Da gibt es keine, man kommt da nicht raus ohne Schmerzen. Weil das macht ja, kostet ja auch alles Ressourcen und Zeit, aber so ist die Realität im Moment. Außer man ist happy und hat keine Fire-Upload-Funktion. Aber dann kommt wieder die Realität und sagt, der User will hier aber sein Bildchen hochladen. Genau. Sind wir wieder bei den zwei gleichen Risiken, die damit abgedeckt werden. Kommen wir zu was anderem. Authentication und Identity Controls. Ja, Login, User-Rechte, kann doch jeder, ist leider auch nicht so trivial, kann man auch viel falsch machen. Letzte Woche ist ja dann auch die LinkedIn-Datenbank von 2012 veröffentlicht worden, und die hat SHA-1-Passwörter ohne Salz, kommen wir gleich noch drauf. Und ich glaube, die sind inzwischen alle entschlüsselt, es waren 156 Millionen. Wer sein LinkedIn-Passwort immer noch nicht geändert hat, der sollte langsam darüber nachdenken, es zu tun. Inzwischen haben die alle. Genau, das sind ja auch nochmal Beispiele, wie, also zum einen gibt's Hardware, zum anderen Rainbow Tables und so weiter, also rein irgendein Hash, um ein Passwort zu schützen, in Anführungszeichen, ist eine blöde Idee heutzutage. Und selbst SHA-1 ist, also das bietet nicht mehr unbedingt, das sollte man nicht machen. Deswegen
Gibt es ein paar Best Practices, wie man mit Passwörtern umgehen sollte? Und einmal, man sollte die nicht einschränken, soweit es geht. Natürlich sollte man sie auch nicht unbegrenzt groß machen. Dann hat man vielleicht wieder selber ein Problem. Wenn da jemand unendlich lange Passwörter in das System schicken kann, ist vielleicht auch nicht so besonders lustig. Aber auch hier muss man vorher wieder das auch Passwörter encoden, bevor man sie pass und so weiter und so fort, damit man auch bestimmte Risiken an der Ecke vermeidet, weil darüber kann man halt auch Systeme angreifen. Genau, wie macht man das jetzt mit der Kryptografie richtig? Am besten nimmt man auch wieder irgendwelche Bibliotheken, denen man vertraut. Ansonsten ist das Salzen ist Pflicht. Warum macht man das? Es ist quasi eine Deduplication. Das heißt, wenn zwei Leute das gleiche Passwort verwenden, kriegen sie auf jeden Fall einen anderen Hash in der Datenbank. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich halt viel schneller. Also es ist halt, um es dem Angreifer schwerer zu machen. Da macht man auch nicht nur so ein paar Bit, sondern so richtig ordentlich. Weil wenn der User so ein Trivial und so weiter hat, genau, und dieser Sort, der kann auch öffentlich sein, weil der ist wirklich nur dafür da, dass ich nicht für das gleiche Passwort dann denselben String quasi in der Datenbank stehen habe. Genau, wir haben ja schon gelernt, wir nehmen keine Hashes, sondern es gibt bestimmte Funktionen, die benutzen intern manchmal auch solche Dinge, aber die sind rundenbasiert. Warum macht man das? Weil dann muss ich mehr rechnen. Und wenn ich ein Passwort verschlüssele von dem User, der sich gerade anmeldet oder beziehungsweise durch diesen Algorithmus laufen lasse und dann mein Ergebnis bekomme und das mit dem Wert in der Datenbank vergleiche, dann ist das okay. Wenn jetzt ein Angreifer versucht, da, falls er an die Datenbank rangekommen ist, die alle zu entschlüsseln, braucht er halt extrem lange, weil er das jedes Mal machen muss. Hier sind noch so ein paar, der Germanicus ist auch so aus der US-Ecke, deswegen ist jetzt hier der FIPS-Standard erwähnt. Der ist jetzt in Europa natürlich nicht so relevant. Aber wenn man diese Anforderungen hat, bestimmten Regierungsanforderungen zu entsprechen, dann benutzt man das. Ansonsten gibt es auch noch weitere Algorithmen wie S-Crypt und B-Crypt, die sind ein bisschen schneller. Genau. Wenn man jetzt in der Situation ist, dass man sehr viele User-Zugriffe hat, sowas wie Facebook oder andere große Netzwerke, die pro Sekunde viele tausend Passwörter abgleichen müssen, dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten, um einfach da schneller zu werden, aber ohne diese rundenbasierte Sicherheit. Also der Vorteil von dem rundenbasierten Variante hier ist auch noch, ich kann das hochsetzen. Ja? Wenn die Angriffe besser werden, dann mache ich halt ein paar Runden mehr. Ihr seht, da ist auch eine ziemlich große Zahl, 140.000. Inzwischen, das ist jetzt hier nur so ein Beispiel, aber viele machen halt schon 500.000 Runden oder so, aber man kann das halt beliebig verlängern sozusagen, ja? Und macht es dann dem Angreifer schwerer. Und hier ist halt auch nochmal, kann man noch einen Private Key reinlegen, einen HMAC benutzen. Also man kann da auch wieder sehr, sehr viele Dinge tun. Hier haben wir noch so ein perfektes Passwort. Erfüllt alle 5 Kriterien. Ist aber kein gutes Passwort. Deswegen, außer solchen Vorgaben, die kann man positiv und negativ sehen, ob die sinnvoll sind, dann lieber länger, keine Ahnung. Aber was hier die Idee ist, dass man halt durchaus auch Wörterbücher benutzt und bestimmte Worte verbietet. Wenn der User die benutzt, sagt er, ja, das geht aber nicht. Dann da die Risiken etwas minimiert. So, was machen wir, wenn wir das Passwort vergessen haben? Wir sind ja nicht nur bei der Authentication hier.
da kann man auch auf bestimmte Aspekte achten oder die halt gar nicht erst dran denken. Ja, also es gibt ja diese berühmten Fragen, ich habe mein Passwort vergessen und jetzt. Also mindestens zwei Fragen, was man da nimmt, hängt sicherlich auch von der Umgebung ab, in der man sich bewegt. Hier gibt es auch wieder ein Cheat-Sheet dafür, wo man sich Input holen kann, was vielleicht sinnvolle Security-Questions sind, weil das ist auch nicht trivial, da die meisten User da ja die echten Antworten reinschreiben. Also sollte man nicht, die dann aber auch wieder leicht auffindbar sind heutzutage in vielen Fällen. Genau, out of band. Ja, hat sein Passwort vergessen, schicke ich ihm eine E-Mail. Ob das noch sein E-Mail-Account ist, weiß ich nicht. Deswegen geht man, ihr kennt das sicherlich auch, in vielen Anwendungen hat man sagen, da hinterlegt man noch eine Handynummer, dann kann man eine SMS bekommen. Aber auch das kann man natürlich irgendwie angreifen, aber es macht die Sache schon mal komplexer für den Angreifer. Das heißt nicht, dass es dann sicher, dass es dann total sicher ist, aber es macht es schwerer für die Leute, die da nicht ran sollen. Genau, ich sehe auch noch Lockout-Policy. Wenn immer irgendwas Komisches passiert, lockt die Leute aus, weil die normalen User machen keinen Scheiß mit der Session. Und wenn irgendein Scheiß passiert, dann ist Ende Session. Dann kann er sich wieder neu anmelden. Ist relativ trivial, machen aber auch nicht viele. Die versuchen immer, es noch am Leben zu erhalten, User Convenience, aber es ist vielleicht der falsche Ansatz, weil der normale User, der macht das System in der Regel nicht kaputt. Es macht nur der Angreifer. Genau. Und wann, hier sind jetzt noch Beispiele, wann mache ich eine Re-Authentication? Ja? Oft kann man, ja, neue E-Mail-Adresse, ja, dann gebe ich halt die neue E-Mail-Adresse ein, klick auf Save, super. Wenn es noch meine Session ist, wenn die Session gerade jemand anderem gehört, ist es doof. Weil dann kann er auch hinterher den Passwort-Reset klicken und dann kommt die E-Mail halt nicht mehr bei mir an, sondern bei dem anderen, weil es ihm sehr einfach gemacht wurde, dieses Datum zu ändern. Deswegen ist es wichtig, wenn man kritische Daten, was auch immer das im jeweiligen Kontext der Anwendung bedeutet, ändert, ist es eine gute Idee, darüber nachzudenken, eine Re-Authentication vorzunehmen. Das heißt, er muss sich nochmal neu authentifizieren. Das heißt, er muss sein Passwort angeben. Das heißt, jemand, der die Session stiehlt, der kann nicht einfach bestimmte Daten ändern oder da kommt er gar nicht erst dran, weil er trotzdem nochmal das Passwort eingeben muss und das kennt er nicht. Ist also eine Safety-Maßnahme und die ist relativ trivial, die ist ein bisschen inconvenient, aber letztendlich ändere ich nicht so oft meine E-Mail-Adresse oder diese Daten, die sind halt wichtig und dann ist auch die Akzeptanz vom Nutzer relativ hoch. Man muss das vielleicht auch ein bisschen in den Kontext setzen, ein bisschen erklären, warum muss ich jetzt nochmal mein Passwort eingeben? Ich bin doch schon eingeloggt. Aber das hilft gegen einen Haufen Unfälle oder mögliche Angriffsszenarien, weil das mit dem XSS ist halt nicht so einfach sauber zu kriegen. An der Stelle kann halt der Angreifer sogar meine Session übernehmen, aber er kommt nicht an diese Daten ran oder er kann sie zumindest nicht einfach ändern. Auch hier gibt's wieder jede Menge Cheat-Sheets. Die sind immer so ein, zwei DIN A4 Seiten im Prinzip, wo man das in komprimierter Form dann nochmal schauen kann, was sind Best Practices, wie geht man damit um, was macht man da Sinnvolles, ja, Authentication, Password Storage, wie geht man vergessen, Passwort um Session Management und so weiter. Eine gute Quelle ist auch das ASVS-Projekt, das ist quasi der Application Pentest Standard oder Application Security Verification Standard. Das war jetzt zu weit. Das ist auch eine gute Quelle, weil das, was die Pentester oder so checken oder was so üblich angegriffen sind, ist auch immer eine gute Idee. Da gibt es auch ein extra Projekt für. Was sollte ich denn eigentlich als Verteidiger in dem Sinne tun? Weil was sind denn die Standardpfade, über die Leute kommen, die ich nicht bei mir im System haben will? Genau. Und ja, Identitätsdiebstahl ist doof, deswegen schützt die Leute und ihre digitalen Identitäten. Genau, das ist auch das zweithöchste Risiko aktuell.
nämlich Broken Authentication in Session Management. Darüber passieren die meisten Sachen und das ist richtig, richtig hässlich. Es gibt ja immer diese schönen Blogposts, ja, wie mir mein Amazon-Account gestohlen wurde und dies und jenes oder von was auch immer, weil es da nicht funktioniert hat oder der Support ein bisschen leichtgläubig war oder die Security-Questions nicht gut waren. Aber das sind kritische Sachen. So, dann kommen wir zum nächsten, das Rollenmanagement. Neben den normalen Usern gibt es ja oft auch noch Backend-User oder Leute mit mehr Rechten als den anderen. Genau, wie macht man das richtig oder falsch? Genau, hier sind so ein paar wieder, wie macht man es vielleicht nicht richtig? Verspiel, warum ist der erste Teil blöd? Der ist genau dann blöd, wenn ich eine Rolle ändere, eine neue Rolle dazu bekomme, dann viel Spaß, weil ich dann an jeder verdammten Stelle im Code an, also wo so ein Rechte-Check passiert, was darf der? Darf der diese Funktion jetzt benutzen und ich dort hart gecodete Rollen drinstehen habe ich schon verloren? Das kriegt kein Mensch gemanagt. Wenn es ein bisschen größere Anwendung wird als eine Homepage oder sowas. Deswegen auch hier keine zentrale Stelle, wo diese Zugriffslogik gemacht wird, sondern komplett verteilt im Projekt. Das ist schon klar, dass es irgendwann schief geht. Ja, hier auch wieder, irgendwer hat einen Cookie, da steht Admin gleich 1 drin oder sowas. Ja, kann man machen, muss man nicht. Genau, sichere Defaults und es gibt so ein paar Prinzipien in der IT-Sicherheit oder in der Informationssicherheit, need to know. Also ich komme da nur hin, wenn ich es wissen muss und ich kann es auch nur machen, wenn ich es darf. Man kann es auch andersrum machen, das heißt aber, ich habe verdammt viel zu tun. Addressing something, assessment rule, jetzt weiß ich nicht, was damit gemeint war. Ja, genau. Das habe ich eben schon erzählt. Ja, das hat auch mit den oberen Punkten zu tun. Wenn ich an jeder Stelle, wo ich so einen Check mache, das so programmiere, dass ich jedes Mal, wenn ich was an meiner Security ändere, auch den Code anfassen muss, dann ist das blöd. Kann man machen, sollte man aber nicht. Genau, hier ist auch nochmal das mit Sticky per Session. Ja, wenn du als Admin authentisiert bist, dann bist du das. Und wenn jemand die Session hat, dann ist er das auch. Kann man machen, muss man aber nicht. Man kann es auch anders machen. Und dann auch, dass ich pro User eine eigene Policy habe, das ist halt schlecht zu managen. Ja, das ist jetzt nicht, man kann das alles so machen, was da steht, aber das ist halt, das hat so einen Rucksack hinten dran von Dingen, die man schlecht gemanagt kriegt. Das sind dann so Prozessfragen und so. Und das kriegt man in der Regel langfristig nicht koordiniert. Genau. Also Role-Based Access Control wird ja von vielen Frameworks propagiert. Und oft wird es so gemacht wie oben. Das ist genau dieses, ja, wenn der User die Rolle XY hat, dann darf er die Funktion Z ausführen. Und genau das ist schlecht, wenn man das so macht. Man kann das so machen, aber man sollte das vermeiden. Und man könnte das auch so machen, dass er, das ist jetzt hier so ein bisschen nicht die Rolle, sondern er hat ein Recht. Da habe ich auch immer noch so ein bisschen das gleiche Problem. Am besten ist es, wenn man, oder was heißt am besten, oder was ich gut finde, ist, wenn man im Prinzip so eine zentrale Security-Funktion hat, wo man das eine Stelle Code hat und man gibt den User und den Kontext rüber und die entscheidet dann, was da passiert. Und dann kommt halt ein True oder ein False zurück und ich muss diese Zeile Code nie wieder anfassen. In dem Fall ist das hier eng gekoppelt, aber ich habe hier auch so ein definiertes Recht. Das verwalte ich zwar an einer anderen Stelle, das heißt, ich muss hier das nicht wieder anpassen. Ich kann da auch beliebige Rollen dann mit dem Recht versehen und also das kann ich außerhalb des Codes, kann ich das Rechte-Management machen. Deswegen ist das auf jeden Fall besser als die Variante hier oben mit den hart gecodeten Rollen. Genau, dann gibt es noch die Variante mit diesen Claims. Hier oben ist wieder das Beispiel,
Ich habe hier wieder hart gecodete Rollen in meinem Code stehen, ist zwar diesmal als Attribut definiert, aber immer noch schlecht. Ich muss dann wieder an jede Stelle, wo diese Dinge sind, wenn da mal eine Rolle dazukommt oder eine rausfällt, und dann übersieht man irgendwas. Danach suchen ist auch schwierig, weil sieht es jetzt immer so aus. Und ich habe da beliebige Kombinationen, ja. Also das ist nicht gut. Und hier unten ist halt auch wieder, der hat einen Claim, also der hat eine Permission, und die checke ich. Und ich checke nicht seine Rolle, in der er ist. Aber wenn er die Rolle hat, dann hat er halt entsprechende Menge an Permissions oder halt Claims. Er claimt, dass er das darf. Und dann gibt's hier eine Funktion, die prüft das dann. Das ist jetzt hier als Attribut dran. Das macht den Code schlanker, übersichtlicher. Und dann darf er das ausführen. Hier ist noch ein Beispiel für JavaScript, ist das, glaube ich. Beziehungsweise, nee, hier geht es ums Logging. Genau, weil hier habe ich halt auch wieder diese hartgecodete Rolle. Ja, dann darf er das. Und hier ist halt auch dann wieder ist permitted. Das heißt, hier geht es dann um das Recht und nicht um die Rolle, die er hat. Wir sind halt immer so hartgecodete Strings drin, beziehungsweise hier kann man, das kommt jetzt auch gleich noch, genau, auf Instance-Ebene. Ihr seht hier diesen Doppelpunkt. Das heißt, das sind dann schon die Klassen und die Instanzen. Das muss man halt schauen, ob man das sinnvoll nutzen kann. Aber das ist auch noch eine interessante Variante, wie man das heutzutage tun würde. Und dann kann man sogar auf Instance-Ebene von Systemrechte definieren und abfragen. Genau. Was mitigieren wir damit oder was adressieren wir mit diesen Controls? Function Level Access Control, also dass das nicht richtig gemacht wird oder dass User Dinge tun können, die sie nicht sollen oder Dinge nicht tun können, die sie eigentlich sollen, weil dann da irgendwo so eine hart gecodete Rolle steht und die stimmt nicht mehr und dann funktioniert es nicht, entweder in die eine oder in die andere Richtung. So, was haben wir noch für ein Control? Datenschutz. Protect Data. Wichtiges Thema, Data in Transit, HTTPS, kennt wahrscheinlich jeder hier. Genau, das ist heutzutage auf jeden Fall kein Performance-Problem mehr. Und es bringt eine Menge positive Eigenschaften mit, wenn man das macht. Es gibt immer noch einen Haufen Webseiten, die nicht auf HTTPS laufen oder die nur fürs Login HTTPS benutzen und dann den Cookie wieder über HTTP rumschicken, wenn die Session einmal authentifiziert wurde und solche Spiele. Aber eigentlich gibt es keinen Grund mehr, also auch für Seiten, die gar keine Funktionalität haben, die in einem eingeschränkten Bereich ist, nicht HTTPS zu benutzen. Auf jeden Fall ist das Performance-Problem eigentlich nicht mehr relevant an der Stelle, weil die Systeme so leistungsfähig sind, dass das normalerweise kein Problem ist. Natürlich kann man darüber auch ein paar Angriffe machen, aber die sind eigentlich gut unter Kontrolle. Genau, man kriegt hier die drei CIA-Eigenschaften, nämlich Confidentiality, Integrity, Authenticity, also Vertraulichkeit, Integrität und ich weiß auch, wo es herkommt. Und ich weiß auch, dass es unterwegs keiner verändert hat. Deswegen ist HTTPS immer eine gute Idee, auch wenn ich auf einer stinknormalen Webseite bin, dann weiß ich wenigstens, das kommt wirklich von der Seite und das sieht auch noch so aus, wie die es mir geschickt haben. Ist ja schon mal ganz nett. Genau, hier gibt es auch wieder 1000 Millionen Best Practices, wie man das macht. Es gibt auch einen Haufen Scanner dafür, wo man seine Domain eingeben kann und dann kriegt man eine Liste zurück, wie gut oder schlecht man das Setup da gerade hat. Und hier gibt es auch von der OWASP eine Empfehlung. Es gibt aber auch jede Menge andere gute Ressourcen, wie man das sicher macht. Habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Inzwischen gibt es ein paar zusätzliche Header, die man mitschicken kann. Hier sind zwei davon erwähnt. Und das andere sind halt Settings vom Protokoll, vom TLS-Protokoll dann
SSL möchte man nicht mehr benutzen heutzutage. Das eine ist HSTS, heißt ausgeschrieben Strict Transport Security, also das H steht für HTTP. Was macht das? Das sagt, also das will man auch nur benutzen, wenn man auf einer Seite ist, die HTTPS hat, weil das sagt dem Browser, lieber Browser, wenn du das nächste Mal kommst, gehst du nur per HTTPS hierher, auch wenn dein User HTTP vorn dran schreibt. Warum ist das sinnvoll? Das vermeidet eine Menge von Angriffen, die möglich sind, wenn man von HTTP auf HTTPS redirectet. Und das macht den Header, kriege ich ja erst, wenn ich das erste Mal da bin. Dann habe ich also immer noch ein Problem, bevor ich das erste Mal auf die Seite komme. Und um das zu umgehen, also ich glaube, das kommt noch weiter hinten. Ha, mache ich gleich. Da gibt's eine extra Folie für. Was man auf Protokollebene macht, das nennt sich Forward Secrecy. Das heißt, die Session Keys, die man zum tatsächlichen Datenaustausch benutzt, weil diese Zertifikate, das nennt sich Public Key Kryptographie, das ist ein bisschen aufwendig beim Rechnen. Deswegen macht man das nur ganz am Anfang. Und wenn man dann die Daten austauscht, nimmt man symmetrische Kryptographie, das ist ein bisschen schneller. Und diese Schlüssel, die man dann benutzt, die kann man so untereinander aushandeln, dass sie kein anderer abgreifen kann. Und auch später, wenn er mal diese Public-Private-Key-Paare von dem Server in die Hand kriegt, dann hilft ihm das nichts. Deswegen will man diese Verfahren benutzen und ist dann auch sicher, wenn irgendwer, der dazu in der Lage ist, den Traffic mitgeschnitten hat und vielleicht an die Keys kommt, dann hilft ihm das nichts, weil diese Keys, die nennen sich ephemeral, also die sind nur temporär und wenn die Session weg ist, dann kann das nie wieder jemand entschlüsseln. Was es dann auch noch gibt, relativ neu, Certificate Transparency, warum macht man das? Warum macht man auch dieses Pinning, was hier gleich noch kommt? Weil diese ganze Public Key Infrastruktur ist ja nicht so ganz zuverlässig und sicher, wie alle gedacht haben. Nee, also es war schon immer klar, dass das sehr komplex ist. Und ich glaube, da kommen gleich noch ein paar Details zu, deswegen gehe ich jetzt noch nicht so weit drauf ein. Aber auch diese Certificate Transparency Initiative, die ist, glaube ich, auch von Google gestartet worden, die ist dazu, so ein bisschen mitzutracken, welche CA hat denn gerade welche Zertifikate ausgestellt oder auf welchen Servern werden denn welche Zertifikate ausgeliefert. Und dann so ein bisschen mitzukriegen, da hat aber gerade jemand nochmal ein Zertifikat für die gleiche Domain ausgestellt, das ist aber komisch. Das ist so ein bisschen diese Certificate Transparency Geschichte, die hat aber auch, die ist auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, also die löst nicht alle Probleme an der Stelle. Man kann das auch umgehen und so weiter. Bei dem Pinning geht es darum, dass sich der Browser dann, der Server schickt noch einen Hash mit von einem Zertifikat oder eines Zertifikats in der Kette und dann merkt sich der Browser, hey, gestern hast du mir aber ein anderes Zertifikat geschickt als heute. Ich gehe jetzt woanders hin. Ich gehe jetzt nicht auf die Seite, die ist nicht von dir. Genau. Also zum HSTS, aber da erzähle ich morgen, nicht morgen, heute Abend um 5. Auch noch mal mehr drüber, weil es gibt da noch ein paar mehr Header. Es gibt den, es gibt den Keypinning-Header, der gleich noch kommt und dann gibt es noch 4 andere, die im Moment relevant sind. Genau, also was macht dieser Header? Der zwingt den Browser und der merkt sich das auch. Man kann aber in den Browser-Settings das auch wieder rauslöschen, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Der merkt sich das halt, dass man nur noch mit HTTPS mit der Seite reden möchte, beziehungsweise die Seite kann dem Browser oder dem User-Agent, das kann ja auch ein Mobile-View sein in einer App, also gar kein direkt sichtbarer Browser, aber du gehst hier nur noch per HTTPS hin. Das ist schon mal cool. Aber wie gesagt, ich habe immer noch das Problem, bevor ich das erste Mal zu der Seite gehe, gehe ich vielleicht per HTTP dahin, dann habe ich wieder die ganzen Probleme an der Backe, die es da so gibt, die man aber nicht haben möchte. Deswegen gibt es eine Preload-List. Was ist das? Da kann ich meine Domain, die ist hardcoded im Browser-Source-Code hinterlegt, dass man da nur noch per HTTPS hingeht. Das heißt, bevor der User das erste Mal auf diese Domain geht, weiß der Browser schon, wenn er den Domainnamen eingibt, ohne ein Protokoll von zu spezifizieren, ich gehe da nur per HTTPS hin. Fertig.
Hat auch ein paar Nachteile, weil mit der Preload-List kann man wieder so eine Super-Cookie-Variante, da gibt es so einen lustigen Angriff, der ist, glaube ich, immer noch existent, fahren. Das heißt, man kann für alle Domains, die auf der Liste stehen, gucken, ob der schon mal da war. Ja, irgendwas ist immer, ne? Genau, und wenn man da Mitglied werden möchte, trotz dieses Super-Cookie-Problems, was da quasi inhärent ist, weil es auch wieder so ein Timing-Side-Channel-Angriff, weil dann irgendwas länger oder langsamer ist, und darüber kriege ich das halt raus. Dann muss man als erstes den Header ausliefern. Der Header muss bestimmte Eigenschaften erfüllen. Der muss nämlich eine bestimmte Max-Age haben. Das heißt, er darf nicht zu klein sein. Und inzwischen ist es, glaube ich, auch Pflicht, dass Subdomain true sein muss. Das heißt, für die Domain, für alle Subdomains ist das dann gesetzt oder enforced. Ich trage nur eine Domain ein, aber für tralala.xy.z gilt es dann auch. Auch wenn ich nur tralala. Oder wenn ich nur xy als Domain angemeldet habe. Und dann kann man das hier auf dieser Domain die URL angeben, dann checkt er, ob der Header da ist. Dann kommt es ins Changelog vom Chromium und dann ist es ungefähr 2 Monate später hardcoded im Browser. Was wichtig ist dabei, der HSTS-Header hat so ein paar nette Eigenschaften, die einem aber furchtbar auf die Füße fallen können. Ihr kennt das ja, man kommt auf eine Seite und dann sagt, ja, irgendwas stimmt mit dem Zertifikat nicht. Hat jemand vergessen, die Domain da auch noch als Subject Alternative Name einzutragen. Und dann kann man sagen, ah, hier gibt's einen Advanced-Button. Und dann sage ich, ja, ich weiß schon, was ich mache, jetzt lass mich mal dahin. Das geht nicht mehr. Das heißt, wenn der Chrome, der Firefox, der IE, beim Safari, weiß ich jetzt nicht sicher, diesen Header gesehen hat, dann gibt's auch keine Exceptions mehr. Das heißt, ihr kriegt dann nur noch die Warnung, aber ihr könnt nichts machen, ihr kommt nicht an diese Seite ran. Wenn irgendwas mit HTTPS nicht stimmt, kommt ihr mit einem normalen Browser nicht mehr an die Seite ran, wenn ihr den HSTS-Header mitgeschickt habt. Wenn ihr nicht auf der Preloaded-Liste steht, dann kann man immer noch die wieder rauslöschen. Da gibt es eine URL, die zeige ich dann heute Nachmittag. Aber wenn die hardcoded ist, dann ist sie hardcoded und dann gibt es keinen Weg drumherum, außer einen anderen Browser zu benutzen, der HSTS nicht kann. Also dann muss man auch, das ist wieder dieses Prozessding. Wenn man also so einen Header da in seine Seite einbaut und das in der Welt verteilt und hat seine Prozesse hinten nicht im Griff, kann es furchtbar schmerzhaft werden. Man kann sich da wunderbar selber dossen, wenn man seine Prozesse nicht im Griff hat, weil dann läuft das Zertifikat aus, der Domainname stimmt nicht, was auch immer, dann sagt der Browser, du kommst hier nicht rein. Und ihr kommt da nicht rein und ihr könnt dann den Firefox aufmachen oder sogar den Edge oder den IE benutzen und ihr kommt nicht mehr auf diese verdammte Seite drauf. Ja? Dann müsst ihr irgendwas Altes aus der Buddelkiste holen, was den Kram noch nicht kann. Also muss man auch ein bisschen vorsichtig mit umgehen, aber ansonsten ist das eine super Sache. Also machen, aber man muss wissen, was man tut und man muss die Prozesse hinten im Griff haben. Genau, Certificate Pinning, was adressiert das, habe ich ja gerade schon gesagt, das mit den CAs ist so eine Sache. Deswegen haben sie gesagt, ja, dann schickt der Server jetzt einfach mit, was denn der Hash von dem Key, nicht vom Zertifikat, ist wirklich nur der Hash vom Public Key. Deswegen kann man, ihr werdet sehen, es gibt immer mindestens 2 Hashes oder 3, weil dann hat man noch so einen Fallback Key, falls irgendwas mit dem anderen Key ist, muss den zurückziehen oder sowas. Dann kennt der Browser den schon und dann kann ich ein Zertifikat darauf aufstellen. Das funktioniert aber trotzdem, weil der Hash geht auf den Key und das Zertifikat ist egal. Das heißt, hier wird wirklich der Key verifiziert, der benutzt wird. Und das kann ich auf jeder Ebene von der Chain machen. Ich kann die Root-CA da einfach pinnen. Das ist witzlos, weil die steht eh schon im Browser drin, die muss ich nicht nochmal pinnen. Kann ich aber machen, weil ich dann sage, ich will nur von dieser Root-CA-Zertifikate haben. Und alle anderen sind mir Schnuppe. Und wenn jetzt einer da entscheidet, er muss für meine Domain auch ein Zertifikat ausstellen, weil er irgendwie in dem Land ist und der Geheimdienst vorbeigekommen ist, dann wird der User-Agent das Zertifikat von der anderen CA für diese Domain nicht akzeptieren. Wenn ich schon mal da war, hier habe ich also auch wieder dieses Problem, das funktioniert erst, wenn ich die Seite zum ersten Mal besucht habe. Das zeige ich heute Nachmittag noch. In dieser Prefetch-Liste gibt es auch die Option, schon solche Keys zu hinterlegen. Das heißt, die sind dann auch hardcoded im Browser. Dann sind sie nur noch relativ schwer bis
also nur noch durch Austausch der Browser-Software zu manipulieren. Genau. Und das, hier steht das auch, ja, Trust on First Use ist wie mit dem HSTS-Header. Der Server schickt mir halt einen Header mit, der bestimmte Dinge im Client triggert und die dann anders macht. Beziehungsweise bestimmte Features aktiviert, die per Default nicht aktiv sind. Genau. Hier ist das auch nochmal, ja, Trust on First Use. Gibt es ja auch noch einen extra Draft für, aber diese, also Tofu ist jetzt nicht das deutsche Text oben, Full Code unten, sondern Trust on First Use. Und dafür gibt es eine ganze Menge gute Gründe. Ihr seht, hier sind jetzt nur 10.000 Sekunden drin. Kann sagen, ja, und wenn ich morgen wieder dahin komme, dann kenne ich den PIN ja gar nicht mehr. Bei HSTS ist es ja schon so etabliert, dass man eine lange Zeit nimmt. Und hier ist die Idee, dass man zumindest während der Session, also während man auf der Seite ist, kann einem keiner ein anderes Zertifikat unterschieben in der Zeit. Wenn ich den Wert natürlich höher setze, wenn man jetzt so Let's Encrypt benutzt, zum Beispiel, muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn er alle 3 Monate das Ding wechselt und der Wert ist zu hoch und ich habe nicht genug Hashes da drin stehen für genug Public Keys, damit ich die Rotations hinkriege, dann habe ich mir wieder in den Fuß geschossen. Dann bin ich nämlich plötzlich offline, weil wenn irgendwas da nicht stimmt, dann lässt euch der Browser nicht mehr auf die Seite drauf und es gibt keinen Weg da raus, außer einen alten Browser zu benutzen, der das schon kann. Genau. Ja, so sieht das dann aus. Und hier gibt's diesen Advanced-Thing, bloß da gibt's dann keinen Button mehr. Lass mich mal weitermachen. Der ist weg. Könnt ihr ausprobieren? ist so. Genau, hier ist nochmal dieses Forward-Secrecy. Das habe ich ja vorhin schon erklärt. Also gehe ich da jetzt mal drüber. Genau, was kann man denn noch so auf so lustige Ideen machen, wenn man Software schreibt? Kryptografie einbauen. Total trivial. Ja, gibt Libraries, zack, fertig. AES, der Standard. Ah, jetzt gibt's hier, okay, weiß jeder, was das ist? Irgendwie so 3 verschiedene Varianten oder Modi, Codebooks, wie das benutzt werden kann. Okay, dann braucht man irgendwie ein Unique IV, ist der Initialization Vector, ist sowas wie das Sort beim Passwort, damit ich gleiche Nachrichten nicht den gleichen Ciphertext rauskriege. Klebe ich dann noch so ein bisschen Zufall dran, dann wird es auf jeden Fall mal unterschiedlich. Ah, hat bestimmt auch jeder Entwickler drauf. Padding, was ist Padding? Weiß jemand, was Padding ist? Ja, genau. Dann Key Storage and Management. Cryptographic Process Isolation, Confidentiality, HMAC, Ciphertext Integrity, Traffic for same master, don't forget to generate the master key from good random source, genau, viel Spaß. Und vor allem ist es sicher, dass es kaputt ist. Also, Vorsicht. Auch hier gilt dann wieder irgendwie klar, mit etablierten Bibliotheken arbeiten ist halt auch so eine Sache. Die haben meistens auch irgendwelche Fehler, aber die haben wahrscheinlich weniger Fehler, als wenn man es komplett versucht selber zu machen. Also eine blöde Idee, vor allem an einem Nachmittag, ist garantiert, dass es kaputt ist hinterher. Weil man kann einfach so viel falsch machen und es ist verdammt schwer, alle Aspekte, die damit in Zusammenhang stehen, richtig zu machen. Und das sieht man ja auch immer an diesen Fehlern, die dann so hochploppen, auch von etablierten Libraries, wo man denkt, wie konnte das nur jemals passieren? Aber das ist halt nicht trivial. Auch hier gibt es wieder Unterstützung, weil, ja, irgendwie, das kriegt ja kein Mensch auf die Reihe und welchen Modus muss ich denn jetzt benutzen, damit das wirklich das tut, was ich wollte? Und nicht quasi so, steht zwar AES dran, ist aber quasi Plaintext. Genau, und das ist, hier gibt es eine Library von Google, die ist Open Source, die deckt jetzt 3 Sprachen ab. Noch mehr? Was? Der telefoniert. Der Obertroll telefoniert. Genau. Also hier sind, aber hier, also was der Vorteil von dieser Bibliothek ist, hier ist so die ganzen Stichworte, die wir da gerade gesehen haben,
Die sind da schon mal in einem vernünftigen Default-Modus und man kann, ja, also welchen Algorithmus benutzt man, welchen Modus benutzt man den, was sind, das sind sinnvolle Schlüssellängen, wie macht man das mit der Key-Rotation und so weiter, das sind alles so Dinge, die sind nicht trivial. Und wenn man davor nicht drüber nachdenkt und einfach Code schreibt, dann kann das böse enden. Genau, das ist eine weitere Library, die was Ähnliches macht. Könnt ihr euch angucken. Also wer das braucht, die meisten brauchen das jetzt nicht so, weil es das irgendwie schon an der Stelle hat. Genau. Was gibt es denn noch Schönes? Implement Logging and Intrusion Detection. Kontur 8, wir haben es auch bald geschafft. Nur noch 10 Folien. Ja, Logging. Warum soll man Logging machen? Um die User auszuspionieren? Nee, es gibt auch noch einen zweiten Aspekt. Beziehungsweise aus IT-Sicherheitsaspekt ist es immer schön, wenn man weiß, was im System passiert. Wie kriegt man das hin? Man schreibt irgendwie sinnvolle Daten weg. Vielleicht nicht alles. Das ist natürlich auch minimal, but effective. Und auch hier ist es gut, nicht alles selber machen zu wollen, sondern vielleicht auf etablierte Libraries oder Frameworks zurückzugreifen. Das sind hier auch wieder nur Beispiele. Es ist jetzt nicht so, das sind die besten oder sowas. Aber das ist halt auch nicht trivial. Und hier unten steht auch noch was Schönes. Der dritte Punkt. Auch bei Logs sollte man Encoding machen. Ja, haben wir vorhin schon gehört. Wie, ich soll meinen Log encoden? Ja, wenn du das Log später anguckst, was passiert? Dann hast du plötzlich eine XSS-Attacke in dem Viewer vom Log. So um drei Ecken. Und was, warum die Leute plötzlich so viel über deine Infrastruktur wissen. Könnte passieren. Deswegen sollte man auch, da steht wieder untrusted data, ja, encode all, oder validate all input, encode all your input. Und auch noch richtig, ja, von sehen, es gibt da 5, 6 verschiedene Kontexte, da muss man anders encoden, damit es nicht so einfach ist. Genau. So. Hier ist was Schönes für die Pentester. Der letzte Punkt, kommen wir gleich zu. Genau, also Input Validation muss ich, wenn ich es auf Client-Seite mache, halt auf Server-Seite nochmal machen. Da habe ich aber einen ersten Intrusion Detection Point, weil wenn ich weiß, der schickt mir Sachen, die nicht aus dem Parser da gekommen sind, dann hat irgendwer rumgespielt. Easy. Kann man also schon sehr leicht so ein erstes Flag setzen, okay, an der Session ist was komisch, oder das halt zumindest im Log flaggen. Da kommt Input, der kommt nicht, wenn der User das System normal benutzt. Genau, dann auch sehr schön, kann man auch schön benutzen, um Bots so ein bisschen zu detekten mit ein bisschen cleverer Heuristik. So versteckte Felder und sowas, wenn dann da plötzlich Daten drinstehen oder Sachen zurückkommen, die ein normaler User eigentlich nicht klicken kann, aber der Angreifer vielleicht schon oder der Bot, der da drüber läuft, dann merkt ich, ja, da ist auch was komisch. Genau, force browsing to common attack entry points. Hier unten ist auch in der, weißt du, was eine robots.txt ist? Damit sage ich der Suchmaschine, das soll es indizieren und das nicht. Und oft schreibt man da rein, genau, da slash admin secret login. Das soll er bitte nicht indizieren, das macht dann Google und Amazon und Bing und all die guten Suchmaschinen und die anderen, die gehen genau dahin. Das kann ich aber auch ausnutzen, indem ich da eine URL hinschreibe, die gar nichts mit meiner Anwendung zu tun hat, also Honeypot. Und sag, der Pentester, was macht er als erstes? Er geht zu dieser URL, da weiß ich schon, da ist er. Habe ich also auch wieder so ein Dings. Und für den ist es jetzt schwer zu unterscheiden, ist das jetzt echt oder nicht, das sieht er nicht von draußen. Also ich habe eine Standardsoftware, wo ich weiß, das heißt aber nicht so. Also das kann man auch benutzen, um Angriffe oder Manipulationsversuche frühzeitig zu erkennen. Aber deswegen ist Logging wichtig, sonst kriege ich es gar nicht erst mit. Genau. Herr Blatt, SQL Injection, also sowas kann ich auch sehen, das kann ich mitloggen.
Genau, wenn die Reihenfolge von bestimmten Schritten nicht eingehalten wird, das sind alles so Standardsachen, die man zählen, loggen kann, auswerten kann und dann entsprechend merken kann, der User geht nicht von 1 nach 5, nach 3, ja? Aber irgendwer anders halt schon. Und hier gibt's auch eine ganze Menge Sachen, wo man sich wieder weiter mit beschäftigen kann. Genau, das habe ich schon öfter gesagt. Control 9 benutzt Frameworks und Libraries. Und wenn ihr meint, die können nicht das, was ihr braucht, dann bringt euch ein und erweitert sie, ergänzt sie, macht sie besser. Genau. Die letzten drei Controls decken quasi mehr oder weniger alle Punkte ab, aber den einen mehr oder den anderen weniger. Jetzt haben wir noch einen Punkt übrig, sind nur noch 3 Slides. Error and Exception Handling. Machen auch immer ganz toll, richtig. Genau. Genau, man handelt eine Exception und dann wirft man eine neue. Was ist das? Also Exception, aber was das ist, ist im Prinzip auch Exception Handling ist nicht trivial und wird meistens nicht richtig gemacht. Was sollte man tun? Man sollte das auch versuchen zu zentralisieren. Hier gibt es jetzt wieder, das ist auch wieder so ein Ding, man will dem User was mitteilen, aber man soll ihm nicht alles sagen, aber man sollte alles loggen. Also ins Log kann ich ja mehr schreiben, als was ich in eine Fehlermeldung auf der Seite dem Enduser präsentiere, aber sollte was damit anfangen können. Es gibt da auch so ein paar schöne Guidelines, auch wenn die immer die bösen Jungs waren von Microsoft, das muss halt verständlich, nachvollziehbar und actionable sein, eine Fehlermeldung zum Beispiel, auch bei Security-Meldungen. Und wenn es nicht actionable ist, dann ist es schlecht. Und so Geschichten. Genau, für die interne Sicht kann ich ja aber viel mehr Daten wegschreiben. Ja? Also dieses Logging-Ding. Was Go, also die Sprache Go, macht, die haben gar kein Exception Handling mehr. Weil es keiner richtig auf die Reihe kriegt. Die haben Error Handling und wenn Exception auftritt, dann hält die Anwendung an. Also gibt's nur tot. Es gibt keine Exception. Es gibt nur normale Fehler, die kann man handeln, die muss man dann aber auch abfragen, weil, ja, ich dachte, das ist ja eine relativ junge Sprache und ja, sie sagten, ja, das mit den Exceptions, das war zwar eine coole Idee, aber irgendwie macht das keiner richtig. Aber wir haben das halt in vielen Sprachen. Deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen oder die Leute fit machen und zumindest sensibilisieren, dass sie darauf achten. Und dann kriege ich auch eine robustere Anwendung hin. Genau, jetzt haben wir es geschafft. So, gibt's Fragen? Sind alle eingeschlafen? Genau, also es war relativ high level. An ein paar Stellen ging es mal ein bisschen weiter runter, aber nicht so furchtbar tief. Es ist halt einfach, das soll auch für den normalen Nicht-Security-Spezialisten Entwickler ist das Ding halt auch gedacht, ja, sondern dass man so ein bisschen das im Hinterkopf hat. A, was sind die Risiken? B, was sind die Controls? Also was sind die Möglichkeiten, damit auf Code-Ebene umzugehen und wie mache ich das möglichst richtig? Weil man kann Code auf 1000 Arten schreiben. Die Funktion ist toll, die Security leidet eh immer, aber wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf behält und ein bisschen berücksichtigt, dann ist es schon mal, sind wir ein ganzes Stück weiter. Und den Aspekt mit, ja, man kann ja nicht immer den ganzen Legacy-Code behandeln, da kommen wir dann heute Nachmittag nochmal drauf mit diesen ganzen Headern, die es noch gibt. Womit man das Problem so ein bisschen auf der Infrastrukturebene angreift und sagt, ja, okay, wenn die Leute den Code nicht auf die Reihe kriegen, was quasi ein Fakt ist, dann gucken wir mal, was wir noch in der Infrastruktur tun können, um die Ebene ein bisschen sicherer zu machen. Das erzähle ich dann aber um 5. Okay, dann vielen Dank.